Hallo liebe Fußballfreunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni. Ja, und ich darf euch schon fast in Echtzeit begrüßen. Wir haben heute Gründonnerstag, sagt man ja immer, einen Tag vor dem Feiertag, nämlich einen Tag vor Karfreitag. Und das müsste heute, glaube ich, der, schlag mich tot, 16. oder was sein. Keine Ahnung. Lass mal rechnen, wir hatten Montag hatten wir den 14., Dienstag den 15., Mittwoch den 16., heute haben wir den 17., 17.04. Und da fällt mir gerade ein, mein Vater hat ja heute Geburtstag. Leider lebt er nicht mehr, leider ist er nicht mehr unter uns. Aber natürlich denkt man doch an seine Eltern, ist doch ganz klar. Und ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ein bisschen jetzt was zu der Situation. Wir haben ja jetzt Winterpause. Und ihr seht gerade hier 50-jähriges Jubiläum. Nee, Quatsch, 100-jähriges. Ich muss mal gucken. Vereinsjubiläum. Sie veranstalten eine großartige Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. Die angemietete Halle ist randvoll und die Stimmung prächtig. Viele ehemalige Spieler sind gekommen und so manchen Fan kommen bei den Erinnerungen die Tränen. Ein wunderbares Fest, an das sich alle noch nach vielen Jahren erinnern werden, geht in den frühen Morgenstunden zu Ende. Die Moral der Spieler steigt um 2 Punkte und sie gewinnen 5 Beliebtheitspunkte bei den Fans. Aber jetzt kommt's. Ich bin ja nicht untätig gewesen. Der Vorstand hat uns ja mehr Geld zur Verfügung gestellt, um die Mannschaft zu verstärken im Aufstiegskampf. Aber Leute, ich bin ganz ehrlich, wir stehen zwar super auf 3, ja, auf dem Relegationsplatz. Und für mich ist die Saison noch sehr lange. Ich will jetzt hier nicht utopische Sachen machen. Für mich ist es nach wie vor wichtig, mir wäre es sogar lieber, wir würden nicht aufsteigen in die erste Liga und würden lieber in der zweiten Liga bleiben. Also ich plane ruhig einen Einbruch noch ein, damit ich das auch gut überstehen kann. Ja, und deswegen habe ich ein bisschen was in der Mannschaft gemacht. Hier, Ronny Markus ist umworben wie verrückt. Der kriegt hier ein Angebot nach dem anderen. Aber wir lehnen natürlich ab. Und dann, Tim Knipping unterschreibt neuen Vertrag für 4 Jahre. Das habe ich mir jetzt einfach auf die Karte gesetzt, weil ich gesagt habe, ich muss die Mannschaft gerade in dieser Form zusammenhalten für längere Jahre. Und da war es mir ganz wichtig. Und dann, das wird euch sehr freuen da draußen. Aftejai, ebenfalls für 4 Jahre verlängert. Das waren zwei Verträge, die sehr wichtig waren. Ihm habe ich sogar versprochen, dass er Nationalspieler werden kann unter mir. Das hat ihn bewogen, hier zu bleiben. Dann habe ich versucht, hier die beiden Spieler hier zu verkaufen. Es ist mir nicht gelungen. Und wir gehen ins Trainingslager nach Italien. Das ist so ein bisschen der Stand jetzt heute. Und wir haben ein Vorbereitungsspiel hier gemacht. 7:0 haben wir das gewonnen. Herausragendster Spieler war Aftejai und der gute Mori. Und vertragsmäßig sind wir so aufgestellt, dass wir die zweite Mannschaft bis auf 2 Verträge, nämlich hier von Peglo und Pfeiffer, die laufen aus. Aber ich habe versucht, sie zu verlängern. Sie wollen nicht, deswegen habe ich sie angeboten. Hat aber auch nicht geklappt. Und ich wurde hier gefragt, Marvin, Kurt, ich soll immer wieder mal dran erinnern. Ja, du machst dich gut hier. Du kommst ja zurück. Und du bist mit der Stärke, bist du für mich ein Spieler für die nächste Saison. Marvin, das möchte ich hier nochmal sagen an der Stelle. Nicht, dass du denkst, ich hätte dich abgeschoben nach Lübeck. Nein, dieser Kooperationsvertrag dient ja dazu, Spieler mal zu parken, ihnen Spielpraxis zu geben und du machst dich da bei Lübeck sehr gut. Und wir können ja auch gleich mal gucken, wo Lübeck jetzt steht. Die waren ja, als du zu ihnen gegangen bist, waren die Abstiegskandidat. Und insofern, ja, ist das schon eine Sache. Du bist ein Kandidat für mich für die nächste Saison. Du hast ja noch Vertrag bis 2017 und Leon wird ja gehen. Und da ist ja die Situation die, dass ich hier in der ersten Mannschaft den guten Marc Reimann habe. Da hatte ich auch versucht, den Vertrag zu verlängern. Ich kann das gerne nochmal zeigen, aber der lehnt ab. Also da müssen wir auch gucken, dass ich ihn jetzt so langsam integriere, da ja Leon gehen wird und damit ich die 2 Torhüter auf jeden Fall habe. In der zweiten Mannschaft, da sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir eigentlich, wie gesagt, für nächste Saison haben wir alle Verträge noch unter Dach und Fach. Aber dann müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr ran. Und da haben wir ja den guten Kühnemann noch. Und den Türpitz haben wir hier auch noch.
Also torwarttechnisch sollten wir uns keine Sorgen machen. Und da geben wir lieber den jungen Leuten eine Chance. Aber wir sehen auch hier in der Jugendmannschaft ist ganz schön viel los. Ne? Mido ist im Moment aus der Mannschaft rausgeflogen. Ich hoffe, das macht ihm jetzt nicht so viel aus. Er hat auch eine Frische nur von 36. Da muss man eine Pause haben. Und dafür sind Altgediente jetzt reingekommen. Damit hier in dieser Situation, Punkte gemacht werden. Wir müssen wieder hier rankommen. Und da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen dran arbeiten, dass ich die zweite Mannschaft wahrscheinlich so ein kleines bisschen verstärken werde. Wobei eigentlich sind die stark genug. Also so wie die hier jetzt auflaufen, da muss jetzt was passieren. Ich glaube, ich schicke die auch mal ins Trainingslager. Und zwar sollen die sich jetzt mal taktikmäßig so ein bisschen verändern. Genau, da können sie nach Donaueschingen mal für 12 Tage, dass die auch mal ein bisschen was machen können. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder mit News. Good News, wie man so schön sagt. René Klingenburg verlängert um 4 Jahre. Also ihr seht, ich baue an dem Gerüst für die nächsten Jahre, nämlich für die nächsten Jahre. Hauptsponsor ist enttäuscht, keine Karten. Ja, kommt noch. Und Jennecke, unser Urgestein, hat um 3 Jahre verlängert. Da freue ich mich sehr drauf. Und er soll unser nächster Kapitän werden. Also ihr seht, wir arbeiten am Erfolg. So Freunde, und jetzt haltet euch fest. Jetzt haltet euch fest. Smiloni hat was gemacht. Ich glaube, das ist ganz in eurem Sinne. Und vielleicht seht ihr es schon hier unten. Sherwin Radabiali Fardi kehrt zu uns zurück. Ich habe mit ihm immer Kontakt gehalten. Und ich habe ja seine Entwicklung verfolgt. Ja, und wir wissen ja, Nico Schulz geht ja in der nächsten Saison. Und da habe ich mir gedacht, für die Position gibt es keinen besseren. Und das ist nun mal Fadi. Er hat ja bei uns lange gespielt. Und ich habe ihn zurückgekauft. Und da ist er. Und das Schöne ist, ich habe ihm einen Vertrag, ich glaube für 4 Jahre war das auch. Und wir begrüßen ihn jetzt natürlich erstmal. Und ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Er kommt ins Stadion. Ne? Er kommt ins Stadion. Weil das ist eine Wiederkehr. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Herzlich willkommen. Und wir können gleich mal die Trainingsziele bei ihm einstellen. Das ist einmal Ballkontrolle. Müssen wir dran arbeiten. Schusskraft wollen wir auch ein bisschen dran arbeiten. Und am Zweikampf. Denn er soll sich ja schnell wieder in unser Team einfügen. Ja, schauen wir mal, wie war sein Verlauf. Er war in Bielefeld, hat 36 Spiele gemacht, 2 Tore. Ich denke, er hat sich da weiterentwickelt. Bielefeld ist ja auch eine Mannschaft, die aus der 3. Liga, das heißt, damals, als er hingewechselt ist, sah es gut aus für ihn, dass er aufsteigen könnte. Jetzt sind wir aufgestiegen und wir holen ihn uns einfach zurück. Wir holen ihn uns einfach zurück, denn er war ja bei uns gewesen vom 1.7.2013 bis zum 1.1.2014. Hat sich super gemacht in der Mannschaft. Und wir sind ja mit den Berlinern, wie wir hier auch sehen, gut im Austausch. Wir konnten sie davon überzeugen, dass er zu uns gehört. Und das ist für mich so ein bisschen die Nachricht des Tages. Damit haben wir jetzt aber auch alles an Geld aufgebraucht. Ja, hier unser Kukovic, unser Mucki ist ganz aus dem Häuschen. Solche Kaliber bringen uns weiter, meint er. Er gewinnt 10 Moralpunkte. Spieler sind froh, dass er zurückgekommen ist. Ja, wir haben unser Gehaltsbudget so gut wie aufgebraucht. Kann man mal reinschauen. Und mehr brauchen wir auch nicht ausgeben. Wir wollen vernünftig bleiben. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt das Update für ihn. Für Mori, wenn er geht, haben wir ja genügend Spieler. Und Jennecke ist weiterhin verpflichtet. Klingenburg bleibt weiterhin bei uns für 4 Jahre. Knipping bleibt für 4 Jahre. Und für Feldmann haben wir uns ja schon den Ballas geholt, der da reinkommt. Also eigentlich, und für Weidlich haben wir auch hier Schmidt, einen jungen Mann,
Hier nochmal als Konkurrenzsituation. Also im Grunde genommen sind wir jetzt perfekt aufgestellt. Ja. Auch schon für die nächste Saison. Also, gehen wir weiter ins Trainingslager. Wir sehen uns. So, welcome from the Trainingslager. Mein Englisch ist wie Lothar Matthäus. Ja, hier seht ihr's. Trainingscamp im Villefranche hat einen positiven Effekt auf die Form der folgenden Spieler. Auf Schala, auf Wunderlich, auf Püschel und auf Donovan Leon. Autogrammstunde haben wir gemacht danach. Die Fans sind glücklich, die Spieler nochmals treffen zu können. Die Spieler sehen ein, dass die Fans wichtig sind. Ihre Fanbeliebtheit steigt um 2 Punkte. Und hier eine spektakuläre Vorstellung für Fadi organisiert. Er hat es ein bisschen übertrieben gefunden. Aber hallo, er ist wieder back. Ja. Björn Hartmann ist verletzt. Eine Sprungreflexverletzung. Er fällt für 2 Wochen aus. Ja, lieber Björn, ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Ich hoffe, du bist hier noch bei uns und schaust regelmäßig rein. Ja, gute Besserung oder Ratiofarm, sage ich dann nur, ne? Und das war das Trainingslager. Er hat sein Trainingsziel erreicht. Da können wir gleich mal gucken. Aber gleich ein bisschen erweitern. So, da haben wir das schon mal weiter ausgelobt. Ja, Fischer hat sich auch verbessern können, das freut mich. Er ist natürlich besorgt, klar. Kann ich alles gut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da ist auch noch alles eingestellt. Er wird ja seine Chance wieder bekommen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier nochmal euer Fritz Meloni mit der Übersicht der Top-Transfers der zweiten Liga. Und da sind wir natürlich mit Fadi mit dabei, ja, der von Bielefeld wieder zurück zu uns gekommen ist. Und das freut mich natürlich sehr und ich hoffe euch auch. Ja, hallo liebe Freunde, und hier haben wir wieder ein kleines Feature. Was machen Sie jetzt? Also, ein Blick auf 8 ehemalige Spieler des FC Hansa Rostock. Da haben wir den Rico Gladrov, Goslar FC, Marktwert heute, also hat sich da steigern können und auch von der Stärke damals hat er sich um ein paar Punkte steigern können. Ziegenbein hat sich eher verschlechtert. Lukas Albrecht, Stürmer. Der konnte sich verbessern. Wir sind ja jetzt schon durch mit unseren Transfers. Trotzdem will ich mal gucken. Ja, der hat sich ganz gut gemausert. Schied hat sich eher verschlechtert. Krämer auch. Stagniert, würde ich mal sagen. Davis Clark hat sich verbessert. Und Kunstmann hat sich auch verschlechtert. Also, ja, ein paar haben sich verbessern können, aber überwiegend war es gut, dass wir sie weggeschickt haben. So, Rückrundenstart von Hansa Rostock. Wir sind gut gerüstet. Leider musste ich eben gerade von meinem Trainerteam erfahren, dass Fadi sich eine Adduktorenverletzung eingefangen hat und fällt für 2 Wochen aus. Das ist schade, weil ich hätte ihn gerne mit dabei gehabt schon mal, dass er vielleicht schon mal über Kurzeinsätze jetzt reinkommen kann, damit, wenn Schulz nächstes Jahr geht, dass er gleich nahtlos wieder da reinkommt. Vielleicht kann er sogar Schulz verdrängen, ja. So, hier sehen wir die Spieltage, den Spieltag, den 20. Spieltag, Hertha gegen Union, also ein richtiges Stadtderby, kann man ja sagen. Chemnitz gegen Augsburg. Die Augsburger sind wieder in Fluss reingekommen. Da läuft es wieder gut. Cottbus gegen Ingolstadt. Das sind die Spiele. Und da seht ihr es, Fadi hat sich verletzt. Aber er war sowieso im Moment jetzt nicht aufgestellt, sodass wir sagen können, das Team steht. Ja, und euer Wunsch war, das habe ich ja immer wieder in den Kommentaren gelesen, gib Afdijai jetzt endlich die Chance, sich durchzusetzen und
Im Moment sehen wir wunderlich noch stärker von den Stärkegraden. Aber Afdijay hat erstmal mein Vertrauen für heute. Alle anderen Spieler, die hier genannt sind oder die hier auf dem Platz stehen, haben sich reingebissen. Schala, da hoffe ich, dass er bald stärkemäßig sich auch verbessert. Aber er braucht Spiele. Safran steht Gewehr bei Fuß. Der hat ein hartes Trainingslager durchlebt. Und genau wie Püschel, wie Ballas, der jetzt auch als Update für Feldmann jetzt kommt, der ja uns nächstes Jahr verlässt. Also die Mannschaft steht. Schön ist aber, da will ich jetzt nochmal ganz kurz einen Fokus drauf geben, Fischer hier in der zweiten Mannschaft mausert sich immer mehr. Ich will ihm mal was Positives sagen und hoffe, dass er endlich mal dann, ja, er gewinnt da auch an Moralpunkten, aber seine Moral ist immer noch verstimmt. Die Reserve hat gewonnen. Und bester Spieler war Fabian Kühnemann, den wollen wir auch mal an der Stelle loben. Ein Mann, der ja vielleicht nächstes Jahr auch ins Team der ersten Mannschaft reinwachsen kann. Da ist alles noch offen. Vertrag hat er noch sehr lange, bis 2019. Also ihr seht, die Weichen sind gestellt. Ja, aber hier, das ist das Schöne. Wir haben gegen Wilhelmshaven, Germania, haben wir 1-2 gewonnen. Und ich will gleich mal reinschauen bei der zweiten Mannschaft. Die hat mir ja auch ins Trainingslager geschickt. Ach, Björn Hartmann ist wieder fit, das freut mich. Und ja, wir haben wichtige Punkte geholt. Aber ihr seht, es sind immerhin 9 Punkte bis zum rettenden Ufer. Und das wird noch hart. Das wird noch sehr, sehr hart. Aber wie ihr auch gerade hier gesehen habt, ich habe jetzt die zweite Mannschaft so aufgefrischt, dass Spieler wie Saborio und Fischer die Mannschaft stärken, wie Gruppe und Ruprecht, ne, und Wiedwehn, der ja auch mit drin ist. Und wir haben noch genügend Spieler hier. Also da ist noch Material ohne Ende. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf unser Spiel. Und das ist die erste Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt auf die Neuen, auf Schmitz. Da kommt noch ein schönes Bild demnächst rein. Und jetzt gucken wir mal in die Taktik. Unser Gegner, FSV Frankfurt, stehen mit dem Rücken zur Wand. Eigentlich unverständlich, wenn man sich mal die Mannschaft anguckt. Eigentlich ein Team, das durchaus höher spielen könnte, wenn man sich die Spieler hier anschaut im Einzelnen. Also das wundert mich ein bisschen. Deswegen ist Vorsicht geboten. Erster Spieltag nach der Winterpause. Da musste erstmal wieder reinkommen in alles. Deswegen werde ich auch hier ein kleines bisschen Siegprämie ausloben, damit auf jeden Fall die Motivation der Spieler gegeben ist. Machen wir 3-5. Und da würde ich sagen, Mats ab. Freuen wir uns. Es geht weiter. In der Tabelle stehen wir ja recht gut. Und ich plane trotzdem so einen kleinen Einbruch ein. Kann ja passieren. Aber es kann auch sein, dass wir Richtung Aufstieg laufen. Das werden wir in den nächsten Spieltagen sehen. Also bleibt immer schön dran, schaut immer rein. Ein Video pro Tag. Da werde ich mich dran halten. Das kommt gut an, das merke ich. Mit 2-3 Videos am Tag, glaube ich, werdet ihr überfordert. Und insofern bleiben wir bei unserem Schema. Also, auf geht's. Bis gleich, euer Smiloni. Das war der Genießt. Hallo Fußballfreunde da draußen, hier ist euer Kommentator Fritz Meloni mit dem Rückrundenstart. Und ich bin sehr gespannt, wie meine Mannschaft, die ja nicht verändert wurde, außer die zwei neuen Transfers, die ihr mitbekommen habt, und Fadi, der leider jetzt heute nicht mit dabei, er sitzt heute auf der Tribüne. Ganz wichtig sind natürlich, dass wir Spieler halten konnten, dass die Verträge verlängert wurden. Schala hier zum Beispiel ins Team integriert wurde. Also da ist viel geschehen in den letzten Wochen. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und heute wollen wir natürlich gegen die angeschlagenen Frankfurter gewinnen im Heimspiel. Aber das wird schwer genug. Da ist Schala. Wird gefault, holt hier einen Freistoß raus und die erste gelbe Karte für Frankfurt, für Sotero, für Lucas Sotero.
scheint hier Schwierigkeiten zu bekommen mit Schala. Und das deutet darauf hin, dass Schala heute wieder zuschlagen will. Und da ist Marcos, der wild umworben war in der Winterpause. Schöne Faustabwehr hier vom Torwart. Der wild umworben war, da waren also viele Vereine dran. Es sind hohe Summen geboten worden. Die höchste war um die 800.000 Euro. Aber er ist für uns viel mehr wert. Und allein sportlich betrachtet, ja, können wir ihn nicht gehen lassen. Er ist einer von uns. Und dafür stehe ich ja. Das ist ein Kollektiv hier. Und das Kollektiv hat uns bis hier hingebracht, dass wir auf dritter Position in der Tabelle in der zweiten Liga, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wir sind Aufsteiger aus der dritten Liga. Und das ist nicht selbstverständlich, dass du gleich im ersten Jahr so eine Saison hinlegst. Und das war abseits. Dass man gleich so eine Saison hinlegt, ist wirklich sehr überraschend für mich auch. Aber es wird viel in der Mannschaft gemacht, es wird viel miteinander gesprochen, viel kommuniziert. Und da ist Aftejai und da ist Mori. Aftejai setzt nach und was ist? Ich glaube, das war ein Stürmerfoul. Ich glaube, Aftejai hat sich ein bisschen übermütig hier in den Zweikampf gehängt. Und da ist es auch, er kriegt seine gelbe Karte. Aber mir ist ein Spieler lieber, der ein bisschen übermütig ist, wie als einer, der sich hier nicht mit dem Verein identifizieren kann. Sein Vertrag ist ja erst um 4 Jahre verlängert worden. Das gibt ihm Auftrieb, er steht in der Mannschaft. Aber das heißt jetzt nicht, dass der gute Wunderlich, der jetzt zurzeit auf der Reservebank sitzt, dass er vollkommen raus ist. Das würde ich nicht sagen. Da ist Leon, der jetzt in den letzten Spielen uns hier Rückhalt geben soll. Aber auf der Torwartposition wird auch Bewegung kommen. Die Frankfurter machen das recht gut. Aber das ist ja, das habt ihr ja auch schon in den Let's Plays gesehen. Da haben wir ja oft drauf angesprochen. Die Abwehr ist unser Punktstück, ne? Wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in der ganzen Liga hier. Und im Sturm haben wir die wenigsten Tore oder mit die wenigsten. Also wir sind eine Effektivmannschaft, könnte man sagen. Einer von euch hat es so beschrieben, die Minimalisten räumen die zweite Liga auf. Und genau so ist es. Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals. Und da ist wieder Schala. Also der wuselt ganz schön da vorne. Aber eins wollte ich euch noch mit dabei geben. Savran, der ist heiß wie eine Herdplatte. Der hat im Trainingslager sich so derartig da reingehängt. Der möchte den Beweis liefern, dass er nicht nur in der dritten Liga ein sehr guter Torjäger war, sondern er möchte es hier in der zweiten Liga noch diese Saison beweisen. Und sein ganz großes Ziel ist, irgendwann mal Torschützenkönig in einer Liga zu werden. Und dazu braucht er natürlich nochmal körperlichen Zuwachs, sage ich jetzt mal. Da muss er sich viel, viel mehr reinhängen. Das tut er auch. Und er möchte sich in dieser Klasse etablieren. Und man darf gespannt sein, wenn er auch wieder zum Einsatz kommt, ob er das auf den Platz bringen kann. Da ist erstmal Mori. Versucht, Schala anzuspielen. Die beiden verstehen sich recht gut vorne. Da gibt es also keine Probleme. Aber wir sehen, die Frankfurter spielen alles andere als defensiv, obwohl sie eine defensive Aufstellung gewählt haben, setzen sie uns hier doch massiv unter Druck. Gott sei Dank nur bis zum 16er und da ist die erste Halbzeit schon rum. Wir sehen uns gleich beim Halbzeitstand in der Kabine. Bis gleich. Ja, und da sehen wir Schala, Aftejai mit einer 4 hier. Also das ist nicht so pralle, sage ich jetzt mal. Deswegen sprechen wir jetzt auch mal mit den Spielern. Motivieren, motivieren. Ich versuche es. Klingt mir so ein bisschen, bisschen wenig, ne? So, das massieren kann der Assistent machen hier. Ne, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. Wir müssen aber hier auf jeden Fall den Einsatz erhöhen. Da kommen wir ja gar nicht drum herum. Wir müssen die Frankfurter wesentlich früher angreifen. Über 70% greifen sie an. Sehr früh jetzt.
In der zweiten Halbzeit sollten wir hier das Ding klar machen. Aber es kommen die Frankfurter erstmal. Oh, 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 oh. Da muss Leon runter. Den Ball hat er aber sicher. Ja, es ist immer schwierig nach so einer Winterpause, Trainingslager. Obwohl wir hier, wie gesagt, ein eingespieltes Team haben. Du musst erstmal wieder deine Knochen quälen. Das ist gar nicht so leicht, da wieder in die Zweikämpfe reinzugehen. Vor allen Dingen, wenn du, das ist ja uns gelungen, so eine gute Hinrunde gespielt hast und auf dem dritten Platz stehst, könnte sich schon mal so ein Gefühl einschleichen. Ah, wir können das auch mit weniger schaffen. Nein, wir sind ein Team. Wir müssen es über den Kampf regeln. Schöner Pass jetzt hier über rechts, aber leider zu steil. Und ich denke mir mal so, in 5 Minuten werden wir die ersten Auswechslungen planen. Denn das gefällt mir hier nicht. Das Aftejai, Mori. Aftejai, schöner Pass jetzt auf Mori. Das sind ja seine Bälle, die liebt er. Und in die Mitte auf Schala und der versiebt. Und da werde ich ihn jetzt erlösen. Das ist für mich jetzt die Gelegenheit auszutauschen. Es kommt Mike Wunderlich rein. Der auch heiß ist. Der sagt, ich will mir auf keinen Fall den Platz wegnehmen lassen von Aftejai. Ja, und Safran kommt für Schala rein. Und da bin ich gespannt, wie er reinkommt. Wie heiß er ist. Er ist im Trainingslager war er sehr, sehr kämpferisch. Da ist er. So, jetzt mit neuen Kräften im Spiel. Aber ihr seht, die Frankfurter stecken nicht zurück. Da ist Mori. Wunderlich. Schöner Pass hier auf Schulz. Der könnte mal gehen, aber traut sich nicht. Feldmann. Fehlpass hier von Schulz. Abwehr steht gut. Da mache ich im Moment keine Sorgen. Der Spieler vorne ist nach wie vor so ein bisschen schleppend. Und da sehen wir, Dimitris Alexeiu kommt für Joni Kauko bei den Frankfurtern. Mein lieber Mann, das Spiel ist noch lange nicht durch. Gewinnt den Zweikampf. Ganz wichtiger Zweikampf. Da ist Safran. Versucht Schulz anzuspielen. Fehlpass. Aber man sieht, nach hinten stehen die wirklich wie ein Felsen, die Frankfurter. Da wundert es mich umso mehr, dass sie so schlecht stehen in der Saison. So, wir wollen nochmal gucken. Eine Einwechslung können wir noch machen. Und da kriegt ein neuer Spieler seine Chance. Also Weidlich, der ja auch vorne spielen kann, kommt auf rechts. Und Benno Schmitz kommt in die Abwehr rein. Sein erstes Spiel jetzt hier. Sein erstes Pflichtspiel für uns. Von Bayern München gekommen. Aus der zweiten Mannschaft. Da ist er. Da sehen wir ihn gerade. Verspricht sich sehr viel von dem Wechsel hier zu uns. Weiß natürlich, dass er mit Weidlich einen Spieler vor sich hat, der nicht so leicht zu verdrängen sein wird. Aber für ihn spricht die Jugend. Er ist noch sehr jung. Er kann das schaffen. Jetzt muss man ein bisschen mehr aufdrehen hier. Ach, was für ein Pass von Wunderlich. Was für ein Pass auf Mori. Und Mori macht's aber nicht. Er macht's nicht. Schade, schade. Das war ein genialer Pass. Und da sieht man mal, dass Wunderlich diese Saison unheimlich dazugelernt hat. Also Aftejai auf jeden Fall ein kommendes Talent. Aber Wunderlich, das sage ich immer wieder, den können wir nicht abschreiben, weil er diese Saison ganz anders spielt wie in der letzten Saison. In der dritten Liga, klar, da war er einer, der zu Recht oft kritisiert wurde. Aber hier in der zweiten Liga spielt er eine gute Saison. Wir stehen nicht
ohne seine Verdienste so weit hoch. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Und er hat auch jetzt wieder seine Chance, wieder ins Team reinzukommen. Auch wenn er nur wenig Zeit hat hier heute, weil er ja erst in der 50. Minute, 55. eingewechselt wurde. Aber die Frankfurter kommen. Das war ein Fehlpass. Das war ein Fehlpass, Gott sei Dank. Leon bügelt den Fehler aus hier. Ich glaube, das war von Knipping. Oder von Feldmann, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, es sieht so aus, als wenn wir hier mit einem 0:0 aus dem Spiel herausgehen. Das wäre aber für mich in Ordnung. Weil direkt so nach der Winterpause kannst du hier keinen super Fußball erwarten. Das hätte mich schon überrascht, wenn wir nahtlos da weitergemacht hätten, wo wir aufgehört hätten. Aber mit einem Punkt in unserer Situation festigen wir uns von Spieltag zu Spieltag und wir sehen, es geht 0:0 aus. Ich hoffe, ihr seid nicht groß enttäuscht, weil ein Spiel ohne Tore ist natürlich immer wie eine Suppe ohne Salz, sage ich jetzt mal. Wir haben kein gutes Spiel gesehen, das muss man auch festhalten. Aber zumindest haben wir einen Punkt hier geholt. So, und da sind wir beim Nachbericht von der Aufstellung her. Also Leon war unser bester Spieler. Mori mit einer 3,5, ja, geht so. Feldmann 2,5, aber alles andere war so sehr durchwachsen. Wunderlich. Also ich würde mal sagen, der kommt wieder rein im nächsten Spiel. Das steht für mich definitiv fest. Ja, wir können den dritten Platz halten. Das ist erstmal die positive Nachricht, weil St. Pauli hat verloren. Und das hat uns in die Karten gespielt. Insofern war das sogar ein Punktgewinn. Augsburg bleibt uns natürlich an den Fersen, Braunschweig auch. Ein Sieg wäre besser für uns gewesen. Aber Leute, lassen wir die Kirche im Dorf. Wir sind ja froh, dass wir hier oben stehen. Und mit 38 Punkten fehlen uns jetzt noch 2 Punkte, wo ich dann sagen würde, dann kannst du mit Sicherheit nicht mehr absteigen. Ja, alles in allem, vielleicht nochmal ein bisschen Ergebnisse hier. Köln gewinnt 4:0. Ja, die müssen wir mal im Auge behalten, ob die jetzt in der Rückrunde, wie die sich verstärkt haben, müssen wir auch mal so ein bisschen gucken, was da so alles passiert ist. Und Hertha BSC Berlin im Stadtderby auch ein 0:0. Ansonsten sehe ich hier noch, Duisburg gewinnt 5:0 gegen Sandhausen. Für Duisburg super, weil die wollen natürlich auch da unten sich rauskämpfen. Und dann haben wir eigentlich keine besonderen Ergebnisse. Also, da ist alles beim Alten geblieben. Stimmen zum Spiel. Meine Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr entschlossen gespielt und ist aggressiv zu Werke gegangen. Da haben wir sehr viel Aufwand betrieben und hätten in Führung gehen müssen. Die Schlussphase gehörte allerdings den FSV Frankfurt. Wir können nicht sagen, dass wir kein Glück hatten. Das Ergebnis geht in Ordnung, es ist zwar nur ein Punkt, aber am Ende wissen wir, was er wert ist. Das Spiel war auf jeden Fall gut für das Selbstbewusstsein meiner Mannschaft. Ja, und in der Torjägerliste hat sich natürlich nichts bewegt und da sieht man mal das Dilemma. Mori hier mit 7 Treffern, das ist natürlich auch, ja, ich habe Mori immer wieder gelobt, aber im Endeffekt muss ich sagen, ist das natürlich, das ist für Stürmer eine ganz beschissene Saison. Ich hoffe, dass er in der Rückrunde mehr trifft, dass er da oben wieder reinkommt. Aber das ist schon beschämend, ne? Und trotzdem stehen wir so weit oben. Also, da muss man wirklich sagen, wir sind die Minimalisten der zweiten Liga. Das ist wirklich so. Das ist Kollektiv. Gut. Ja, nächste Gegner ist Union Berlin, die natürlich jetzt aus dem Stadtderby rauskommen und die werden viel Kraft gelassen haben. Ich hoffe, das spielt uns in die Karten. Ich sag schon mal an der Stelle Tschüss. Was kommt jetzt? Oh. Ja, das nochmal an alle, die Leon nicht für gut gefunden hatten am Anfang, als ich ihn geholt habe. Ich denke, er hat eine sehr gute Zeit bei uns. Und bei ihm hoffe ich noch, dass wir ihn vielleicht sogar noch verlängern können. Also die Leihe. Sponsor war zufrieden mit dem Spiel.
Okay, Leute, dann sage ich Servus, wünsche euch allen da draußen ein schönes Osterfest. Lasst es ordentlich krachen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich bin ja im Moment im Urlaub und genieße meine Zeit. Ich mache mich körperlich fit im Moment. Das heißt, habe für mich so ein eigenes Trainingslager entwickelt mit Bike-Training, mit Krafttraining, um meine maroden Knochen wieder richtig fit zu kriegen. Und das macht tierischen Spaß. Habe mich entschieden, nicht in Urlaub zu fahren im Moment. Vielleicht mal für ein paar Tage ans Meer noch. Das kann auch passieren. Aber ihr braucht keine Angst haben. Ich habe, oder beziehungsweise bin ich ja jetzt heute dabei, vorzuspielen und jeden Tag ein Video. Das ist kein Problem für mich, das euch hochzuladen. Also, wir sehen uns wieder in der alten Försterei, sehe ich gerade da oben. Plätze insgesamt 21.704, das ist der nächste Spielort. Und deswegen sage ich Servus, viel Spaß beim Eiersuchen, euer Smiloni. Ciao.